Herzlich willkommen und danke, dass Sie bei uns dabei sind, hier bei der Serie zur Welpenerziehung auf Planet Puppy. Ich bin Jim Piddock und obwohl ich bekannterweise auf der Leinwand einen Hundeexperten spiele, muss ich zugeben, dass ich keiner bin. Und darum habe ich den Hundeexperten Martin Lili eingeladen, der uns Tipps geben wird, wie Sie Ihren Welpen fit für die Gesellschaft machen. Hallo Martin, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, hier zu sein. Wissen Sie, dieser kleine Freund hier heißt Rodeo. Die Zeit als Welpe ist die ideale Zeit, um mit der Sozialisation zu beginnen oder Familieneinführung, wie ich manchmal sage. Martin, was muss man zuerst tun, um einen Welpen richtig zu sozialisieren? Wie Sie wissen, Jim, es beginnt bereits in dem Moment, wenn man sie zum ersten Mal trifft. Man lernt einen Welpen kennen und wenn man nicht aufpasst, überfordert man ihn, man überfrachtet ihn. Wir wollen seine Sinne nicht überfrachten, darum versuchen wir, ruhig zu bleiben. Wir bleiben dem Hund gegenüber cool, sagen wir es mal so. Und wenn man dann nach Hause kommt, was dann? Auch hier möchte ich Sie nicht überfrachten. Ich zeige Ihnen lieber ein neues Gesicht nach dem anderen, eine neue Erfahrung nach der anderen, mache Sie vertraut. Wie lange muss ich also warten, bis ich ihn aufs nächste Familientreffen mitnehmen kann? Das hängt von dem Welpen ab. Ich glaube, diesen hier könnten wir fast sofort mitnehmen. Aber ich würde sagen, wenn man ihn schrittweise in die Familie einführt, ist er nach ein paar Wochen bereit, die Welt kennenzulernen. Und Sie werden Ihrem Hund anmerken, was er akzeptiert. Und dann wissen Sie, wann er für die Welt bereit ist. Wie meinen Sie das genau? Bringen Sie Ihren Hund mit verschiedenen Leuten zusammen, verschieden gekleidet. Es wird Sie überraschen, wie sehr gewisse Dinge einen Hund beeinflussen. Achten Sie ein bisschen auf ihn. Diese ersten 3 Monate im Leben des kleinen Rodeo, eines kleinen Hundes, sind wie eine Sozialisationsphase. Und wenn das schief läuft, kann ihn das fürs ganze Leben prägen. Okay, reden wir ein bisschen über die Grundregeln des Sozialisierens mit anderen Hunden. Wie macht man das richtig? Und bevor Sie darauf antworten, da ist jemand, der das auch hören soll. Moment. Ich möchte Ihnen die kleine Foxy vorstellen. Ist die nicht toll? Hallo Foxy, sie ist wirklich eine Süße. Ich sehe, sie ist angeleint. Das ist sehr gut. Nur eine kleine leichte Leine. Wenn Sie 2 Hunde kennenlernen, habe ich Sie ganz gern an der Leine. Hallo Foxy, das ist Rodeo. Ich mag es, wenn Sie Bewegungsfreiheit haben. Mir ist es lieber, wenn jeder seinen Platz hat, einen Ort, den Sie nicht kennen. Denn dann müssen Sie nichts verteidigen und können sich beschnuppern, denn Sie kommunizieren über den Geruch. Los geht's. Also, eine entspannte, ruhige Atmosphäre. Ja, bislang scheinen Sie sich ganz gut zu verstehen. Ich habe da eine Frage, die sich wohl jeder schon mal gestellt hat. Dieses Geschnüffel am Hinterteil, was soll das? Warum machen die das? Diese beiden hier machen es gerade nicht, aber normalerweise... Noch nicht. Was bedeutet das? Ich denke, das ist so wie ein Fingerabdruck. Moment mal, ich habe keine Fingerabdrücke an meinem Hintern. Das hoffe ich jedenfalls. Ich glaube, der Hund erkennt dadurch ein Individuum. Er kann die Persönlichkeit dadurch erkennen. Sozusagen den Charakter eines anderen Hundes. Er erkennt daran, wie der andere ist. Und was, wenn sie sich nicht vertragen? Was machen wir dann? Nun, eines der Dinge, auf die man immer achten muss, ist die Körpersprache des Hundes. Wenn ich mir diesen Kleinen hier ansehe, er ist sehr entspannt. Und der hier sagt wohl, der Stock gefällt mir. Worauf wir nun stets achten müssen, ist, wenn das sein Stock ist, dann wissen wir nicht genau, was passieren wird. Sie spielt ja ein bisschen die Unnahbare, nicht wahr? Sie sagt, der Stock interessiert mich mehr als du. Ja, das stimmt. Also bleiben Sie ruhig und Sie können, wenn Sie wollen, Ihren Hund immer etwas bewegen, in eine andere Position. Sagen wir mal Sitz. Und jetzt spielt Rodeo den Unnahbaren. Und Rodeo ist da. Es geht also darum, Ihre Körpersprache zu verstehen, zu erkennen, was passieren wird und Sie in eine Position zu bringen, die einem gefällt. Und wenn mein Hund der Aggressive ist, was bei Foxy wohl eher nicht der Fall sein wird, aber was tut man in solch einem Fall? Dann würde ich Ihnen die Freundschaft aufkündigen. Oh. auf diese Art verliert man manchmal Freunde. Ja, da haben Sie recht. Hunde wollen immer Freundschaft untereinander schließen. Oder man will einfach, dass die Hunde sich anfreunden. Mhm. Aber es stimmt, manche Hunde sind einfach etwas aggressiver als andere. Und diese beiden brauchen wir uns nicht zu sorgen. Ja. Aber wenn sie aggressiver sind, dann achten sie auf ihre Körpersprache, darauf, ob sie sich etwas versteifen, ob die Ohren hochgehen. Dinge, die uns zeigen, oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde wohl sagen, und ihn wieder in Position bringen, so wie hier. Ja. Denn ich gebe den Ton an, okay? Sie können sich miteinander anfreunden, aber Sie dürfen einander nicht angreifen, okay. Sie dürfen nicht aufeinander losgehen. Das brauchen Sie nicht. So, wenn Sie mir also was vom Teller klauen, dann sage ich, ja? Ganz genau. Nächstes Mal weiß ich das. Wenn man das Glück hat, einen Hundepark in der Nähe zu haben, was ist dann damit? Sind die gut für die Sozialisation? Ich finde, Hundeparks sind eine tolle Sache, solange die anderen Hunde auch sozialisiert sind, sagen wir mal so. Viel Glück. Ich mag es, wenn der Hund verschiedene Dinge erlebt. Und in einem Hundepark hat man das. Ja.
Darum führen Sie ihn langsam ein, gehen Sie mit ihm drumherum, mit Abstand, lassen Sie ihn die Umwelt beschnuppern, erlauschen, lassen Sie ihn angeleint, gehen Sie näher mit ihm ran und betreten Sie dann den Park, ebenfalls angeleint, wenn er sich wohlzufühlen scheint. Achten Sie darauf, dass Ihr Hund nicht zu aufgeregt, zu nervös wird. Ja. Und auch ich muss ruhig und selbstsicher bleiben, denn ich übertrage meine Nervosität leicht auf den Hund. Gut, das war's. Kommen wir zu unseren 5 Yukanuba-Sternen über die Sozialisation von Welpen. 1. Bringen Sie Ihren Welpen gleich in den ersten 3 Monaten mit anderen Hunden zusammen. Beginnen Sie natürlich langsam, bis er sich ganz wohl zu fühlen scheint. 2. Bringen Sie Ihren Welpen mit verschiedenen Leuten zusammen. Je mehr Leute Sie ihm zeigen, desto vergnügter ist er. 3. Benimmt sich Ihr Welpe gegenüber anderen Hunden daneben, dann machen Sie kein großes Aufheben. Holen Sie ihn einfach raus aus der Situation. Schenken Sie ihm Zuneigung. 4. Zeigen Sie Geduld mit Ihrem Welpen, wenn er scheu ist. Er wird am Anfang anderen gegenüber schüchtern sein, aber das heißt nicht, dass er sich am Ende der Begegnung nicht wohlfühlen wird. 5. Hundeparks sollten schöne Erlebnisse mit anderen Hunden darstellen, aber behalten Sie Hunde im Auge, die ein Problem darstellen könnten. Nun, nach dem Gerede über Sozialisation habe ich Lust auf einen Spaziergang. Ja, Foxy? Mit dir. Okay, bis zum nächsten Mal bei der Yukanuba-Serie zur Welpenerziehung hier auf Yukanuba TV.